ich mal groß bin, werde ich Kapitän. Und schipper dann über den Atlantik. Jawohl. Und hier haben wir Österreich-Karten angebracht mit dem Ziel der Reise. Vierte. Zum bleiben. Du, ich bleib eh in Österreich. Ich schaute mich immer wieder fragend an. Und was kommt dann? Nächsten Kapitel. Was kommt dann? Oh, grüß euch. Michael Reisecker, mein Name. Ich bin jetzt im salzburgerischen Benzgau unterwegs. Und da mache ich mich jetzt auf die Suche nach interessante und außergewöhnliche Leute. Servus, Entschuldigung, eine Frage. Bin ich richtig Richtung Sonnberg zum Sendelhofer Fritz? Ja, da musst du unten die Straße reinfahren müssen. Ja. Schönen Tag. Danke dir. Jawohl. Ah, da ist eh schon wer. Du hast die Servus, Michael Reisecker. Ich hab da noch eingeschmiert. Servus. Mach nix. Und du bist der Fritz? Ja, genau. Da unten im Ort haben sie eh schon viel erzählt von dir. Ja, ja. Von wo bist du denn? Wo bin ich? Ich bin ein Inviertler, Hohenzollern. Inviertler, ja. Geh leck. Das ist dein Reich. Das ist mein Reich, da drinnen. Servus, grüß dich. Ja, grüß dich. Michi. Willkommen am Berg. Ja, danke schön, dass du es aufgeschafft hast. Ja, jetzt müssen wir ein Herzchen. Wie bist du auf die Bierkrugsammlerei gekommen? Da? Ja, das ist halt auch so ein Virus, wo einen Anfang tust du nicht zusammen. Du tust den nicht zusammen da. Das hast du alles selber hergerichtet? Ja, ja, da sitzen wir halt ab und zu ein wenig gemütlich. Aber bist du mehr da daheim? Ist das mehr dein Reich oder schon im Haus drüben? Nein, nein, schon da. Schau, bist du schon viel da? Ja, freilich. Da, ich schau dir, dann zeig ich dir noch mehr. Aber da draußen hast du auch noch was zum Herzfahren. Boah, das ist so richtig alte Hitten, oder was? Das ist es. Keine Hitten. Das ist ein Sollen. Ein Sollen? Eine Sölde ist eine Unterkunft und eine Hütte ist eine Behausung. Und mein Vater war ja Holzknecht. Ach so. Und da bin ich mit ihm, war schon als kleiner Bub, habe ich mit ihm schon mitmessen. Ja. Und ja, da sind wir halt so ganz primitiv halt nicht. Nur, dass du mit einem Dach über den Kopf gehabt hast und ein bisschen ein Feuerl machen, zum Wolf warm machen. Gell? Und das hat mich aber so taugt einfach. Ganz einfach. Und gesagt, wenn ich mal groß bin, ich habe einen Fleck, dann baue ich mir eine. Ja. Und gesagt, war ein schöner Urlaub gewesen, nicht kommst zurück, das Geld ist weg, der Urlaub ist beim Teufel auch nichts mehr. Gell? Da habe ich was. Und bist du viel unterwegs auch? Viel, also es sind halt hauptsächlich mit der Bordgeschichte, die Wettbewerbe mit dem Bord. Achso, beim Ort unten haben sie gesagt, ja, das ist ein, der ist bekannt für sein Bord. Erzähl ich dir nachher. War jetzt in Amerika. Ach so. Da habe ich angeräumt. Was hast du angeräumt? Hast du gewonnen, oder wie? Ja, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Bei den Bordwettbewerben gibt es ja 17 Kategorien. Ach so, da gibt es Meisterschaften? In die Wertung kommen. Von Schnauzbord angefangen, normalen Schnauzer, dann der Ungar. Und noch der Dali, weißt du, der hat ja einen Affidraten gehabt. Ne? Ah, okay, ja. Gell? Und noch meiner ist Garibaldi, das war so ein italienischer Freiheitskämpfer halt. Garibaldi heißt der Bord, oder wie? Die Bordform. Ist die Kategorie. Aber ich würde sagen, das ist mehr so wie ein Weihnachtsmann, so Santa Claus. Nein, das ist natural. Er darf halt nicht länger werden, oder so halt, dürfen dort alles. Ja. Wie 20 cm, dann muss ich eine andere Kategorie ein. Natürlich. Wahnsinn, da gibt es so viele Wettbewerbe. Ja, ja, also, so, okay. Da bin ich jetzt noch am Tierränder. Österreichischer Meister, der Silberkrug, Schweizer Meister. Gellig. Olympiasieger. Bist da? Ja, und Weltmeister. Aber Weltmeister Trondheim, wie kann man sich das vorstellen? Da ist wie viel dann da mit? Oder? Ja, da sind fast bei den 1000 Teilnehmer gewesen. 1000? Sind ja bei mir in meiner Gruppe schon über 60 gewesen. Ja, Wahnsinn, und das gewonnen.
Entschuldigung. Ja, gratuliere. Ja, danke. Die 17 Kategorien, die Sieger, müssen noch nur mal auf die Bühne. Da geht es um einen Superport. Um einen Superport? Die neu gewonnen bei der Europameisterschaft. Ja, Wahnsinn. Freistil und Dings und Vollbart. Nächstes Jahr China, Kambodscha, Vietnam. In Alaska war ich. Ja, Wahnsinn. Nevada bin ich auch gewesen, schon das zweite Mal. Jetzt war es in Las Vegas. Gell, die Veranstaltung. Das ja, war die größte gewesen von der Welt. Weil da hat es nie so was Großes gegeben. Und die sichern da mich auf. Das heißt, du kommst über den Bord da kreuz und quer in der Welt rum. Ja. Das ist auch eine Geschichte. Ja. Und musst du das alles selber finanzieren? Das musst du selber. Aber du hast eine Chance, wenn man da schaut, die Werbedings. Ah, ja. Da sind Werbestudios da, Fotostudio. Die fragen dich noch, ob sie Foto machen dürfen. Ah, okay. Und da kannst du noch reinkommen. Okay, und mit dem finanzierst du dann die Reisen? Alles. Auch einige sind schon ganz, wie gesagt, offen geil drauf. der beitelt sich her, wenn er da hochfasst, weil schon meine, ist ein bisschen erwachen. Ja, darf ich nochmal anklagen? Ja, freilich. Gell? Ach so, das ist wirklich, ja, wie ja, sagt, ne? Einige meinen, war schon, die haben so einen Steifen. Gell, der grotzt, halt. Deiner grotzt der nicht, ne? Nein, der ist ganz fein. Was sagt der Frau zum Bord? Die wird's ja. Der sagt, der Bausch sagt so, aber ein guter Bauchpinsel ist. Ah, jetzt wird es eh licht, hat es wieder aufgehört. Ja. Zum Schneiden. Boah. Aber jetzt zahlt sich aus. Zahlt sich aus, der Ausblick. Schön Rundblick. Hey, aber dann Bock gesehen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Hey, schönen Dank. Hey, und wenn du mal danach bist, herzlich willkommen am Berg. Schau wieder mal vorbei. Hey, freilich. Hey, mach's gut. Hey, ja, du auch. Pass auf dich. Servus. Ich bin jetzt in Piesendorf und hab da unten im Ort vom Sven erfahren. Und jetzt schau ich mir, ob ich den find und was der macht. Herrn, tut mir was? Hallo? Hallo? Ich bin daheim. Gut. Servus, bist du der Sven? Ja. Hast du ein wenig Zeit? Sicher. Ich bin Dokumentarfilmer und ich fahre kreuz und quer durch Österreich mit meinem Bus. Echt? Auf der Suche nach interessanten Leuten. Das ist ja geil. Ja, bitte komm her. Ich hab da, ich hab alles mit. Ja. Ganz allein fahre ich da mal da um. Ja. Und da ist die Kamera in der Brühe. Ja, sehr cool. Hallo. Zieht dir die Jacken aus, weil es warm bei mir. Ja. Hey, störst du dich mal? Muss ich ein wenig dran? Nein, nein. Und da wohnst du herum? Das ist ein Geschäft. Ich wohne jetzt da herum. Ja, da war es eine Ferienwohnung. Ich suche mir da eine eigene Hütten jetzt, aber das ist nicht so einfach. Aber okay. Wenn du nicht da bist, dann findest du nichts. Weil du musst mit den Leuten reden. Ich habe Sachen erfahren, die findest du in keiner Zeitung. Was du über die Bauern, wenn die auszieht und baut ein neues Haus, das alte steht leer. Da gibt es nicht eine Zeitung, das interessiert keiner. Musst du mit den Leuten reden. Hey, ich habe eine Frau getroffen, die wollte mir eine Wohnung vermieten. Die Wohnung hat sie zwar nicht vermietet, aber sie hat eineinhalb Stunde Sightseeing-Tour gemacht, die Hütten ist leer, da kannst du fragen, da musst du zum Gutsverwalter gehen. Okay. Das, also und so bist Frau, du denn gekommen? Ja, bin ich so dankbar, ja. Weil ich habe überhaupt, seitdem ich da in Pinzgau bin, ich habe Leute kennengelernt. Ach so, du bist gar nicht von da? Nein, aber ich bin eben geboren in Deutschland, in Offenbach am Main. Jetzt sind wir umgezogen nach Tirol, ins Außerfern. Da habe ich die erste Klasse Volksschule angefangen. Da war die erste Klasse in der ersten Reihe, zweite in der zweiten, was der ein Lehrer, alle gleich. Ja, das war ein Kurdorf mit ein paar, da waren nicht mehr Kinder, was der. Und dann sind wir nach Deutschland umgezogen. Da habe ich zweite, dritte Klasse viel gemacht und dann ist mein Papa gestorben. Da war ich 8. Da sind wir dann umgezogen eben, nach Wels, weil da hat meine Mama ihre Mama gehabt. Die hat uns halt dann unterstützt und seitdem war ich in Wels. Ich war, ja, seitdem ich 18 bin, bin ich opiatabhängig. Was ist Opiat? Heroin. Ach so. Ja. Und ich bin immer arbeiten gegangen. Ich habe nie das Zeug verkauft. Ich bin immer auf Montage gefahren. Weil wenn du mal süchtig bist, dann nimmst du das, dass du normal bist. Ich bin nicht mehr zugewiesen, sondern normal.
Ich hab 100 Euro gebraucht am Tag, dass ich normal bin, dass ich meine Arbeit machen kann. Alter. Ich hab als Universalschweißer gearbeitet, als Hochofenschweißer, als Säurearbeiter, wirklich die extremsten Hocken gemacht. Wie rutscht man da rein? Ich bin leider ein totaler Suchtmensch. Ich bin Hypersexualität, habe ich. Ich bin hyperaktiv. Und das Heroin war eben meine Droge, weil das hat die Hypersexualität und die Hyperaktivität abgedruckt auf ein Level, der so einigermaßen normal war. Das hat die runtergeholt quasi. Ja, Wahnsinn. Das ist zwar scheiße, weil es ist dann nicht mehr lustig. Du stehst jeden Tag mit einem Fuß im Gefängnis. Ja. Ich bin sicher der Letzte, der irgendwen schaden will oder weh da will oder sonst was. Ja. Aber ich bin ein Krimineller. Für unsere Gesellschaft bin ich kriminell. Und die Sonde ist ja cool. Ja, das habe ich in der Arbeit gemacht, in Promente. Okay. Solche Aufträge haben sie halt auch bei mir gegeben, das ist eine Auftragsarbeit gewesen. Dann habe ich eine gemacht, mach nur ein paar, hat es gleich gesagt, einen Mond habe ich auch. Okay. Das bin ich. Und das bin ich, wo ich meine Fußfessel gehabt habe. Siehst du, paranoid. Paranoid. Weil da fühlst du dich schon verfolgt, aber ich sag das hier. Boah. Wie gerät man sowas? Durch was gerät man die? Fußfessel. Ja. Die Strafe, die ich gehabt habe, waren 18 Monate. Ja. Davor 3 Monate unbedingt. Okay. Also 3 Monate Gefängnis und den Rest bedingt. Aha. Für das, dass ich ein kleines Zelt da am Steck gehabt habe, das waren insgesamt 180 Gramm groß, das ich nur selber rauche. Ja. Ja, dann habe ich eben angesucht. Für mich war der Hauptgrund, weil die Mütter meiner Kinder arbeiten. Ja. Die haben nicht so viel Zeit, eigentlich habe mich meistens um die Kinder geschert. Und das war auch das, warum ich das genehmigt gekriegt habe, dann eine Fußfessel. Okay, aus dem Grund. Weil ich viel zum Tun habe mit den Kindern und weil ich Arbeit gehabt habe, weil ich 3 Tage in der Woche zur Promente gegangen bin. Ja. Das habe ich gemacht, das war ich als ein Junge. Ich war als ein Junge total extrem. Ja. Ich habe mit 11 Jahren das Rauchen angefangen, das ist Chick-Rauchen. Ja. Mit 13 habe ich nur mehr Saufen und Dirndln im Kopf gehabt. Meine Mama hat sich einiges mitgemacht mit mir, wo ich echt dankbar bin, dass sie mein Lebtag zu mir gestanden ist, weil ohne meine Mama, da hätte ich ein paar Jahre Gefängnis hinter mir, wenn es mir kein Geld für einen Anwalt gegeben hätte und alles. Weißt, ich bin so froh, weil das Gefängnis hätte mich niedergemacht. Das hätte ein anderer Menschen gemacht als mir. Das war ich. Da hat schon immer einer außer wollen. Der hat schon angerissen. Ich mache mir über viel zu viel Gedanken. Ich bin ein sehr tiefsinniger Mensch und ein feinfühliger Mensch. Du bist auch Denker, der ständig. Ich spüre Schwingungen von Leuten. Ich bin in Pension, weil ich eine Gesellschaftsphobie habe. Aber wurscht. Me, myself, and I. Okay. Heißt das Ganze. Und das war ich, sagen wir, von 30 bis vor 3 Wochen. Da hat er endlich aus der Kinder. Und er ist so braun, weil da ist nur Scheiße im Kopf. Deswegen hat er die Farbe. Und vom ganzen Hirnwichsen ist er da ein bisschen. Naja. Also gescheit wird. Sieht man. Naja, aber schau dir meinen Gesichtsausdruck an. Boah. Die haben das verwundert. Huh? Boah, was ist denn da draußen los? Geleck! Das ist alles gegangen dann, oder wie? Ja. Und er kapiert. Er hat alles verstanden auf einmal. Und er hat sich in Ruhe wieder zurückziehen können. Und jetzt, wie schon langsam, jetzt wächst da das Loch schon zu. Und jetzt wächst mir schon langsam das Moos da drüber, weil ich hab's Leben verstanden. Und deswegen, mir macht nichts mehr Angst. Es ist alles so okay, wie es kommt, weil es hat einen Grund, weil es so kommt. Ehrlich. Und wenn ich morgen stirb, es hat einen Grund. Das ist für irgendwen anderen gut. Dann passt das für mich, weißt du? Und deswegen, seitdem bin ich so glücklich und irgendwie, weiß ich nicht, ja, cool ist das. Vierte, servus. Puh. Rechts oder links? Was steht da? Käse. Rosi, ja cool. Grüß Gott. Bist du die Rosi? Ja. Grüß dich, servus, Reiseke Michel. Wer? Reiseke Michel. Ja. Sagt mir nichts. Ich denke mir's.
Hast du einen Käse? Oder bist du recht rabig gerade? Nein, geh mal ein. Ich hab's einen Schnee gekriegt, endlich. Ja. Aber viel noch nicht. Oben ist sie, wo ich schneiden dann sind schon zwei. Ah, da riecht's gut. Das Pfeffer drin, das ist eigentlich nur als Vollmilch. Aber der Pinzgauer ist der bekannteste. Nein, so ein. Darfst schon. Ja, zwei solche Ecke. Ja. Dann nehme ich einen Freund oder so mit. Ja. Hast du echt einen kleinen Stück da? Zum Probieren? Ja, für den Kuster. Gern, gern. Ja, das reicht schon. Dankeschön. Wow. Und das? Was sind das? Kasperlsknödel? Ja. Na, super, nehme ich auch ein Backerl mit. Ja. Und wer ist das auf dem Foto da drüben? Das ist unser Großvater. Ach so. Der was geschaut hat, dass das überhaupt da, bei unserer Familie erhalten bleibt. Weil er ist einer von sieben Kindern gewesen, ja, und ist Jäger gewesen in Kärnten. Ach so. Berufsjäger. Und dann war das eigentlich verkauft worden. Weil kein Kind hat Interesse gehabt. Und dann ist er zurück und hat eigentlich das erhalten für uns. Also den Hof? Den Hof. Also du bist da schon aufgewachsen? Ich bin da, das ist ein Großvater, ja, ich bin da aufgewachsen. Aber ich bin in einer Zeit in Baden bei Wien gewesen. Meine Mama hat da gehört. Ah, okay. Und ich bin dann davon. Wieder heim. Das ist nicht ausreichend in der Stadt? Ja, mir hat Baden ist ein Unterschied. Ja. Mir hätte auch wahrscheinlich eh nie, aber weil ich halt da aufgewachsen bin. Ah, ja. Wenn ich unten aufgewachsen bin, weiß ich von unten nicht weggegangen wahrscheinlich. Aber so ist das mein alles eigentlich, weil Heimat da. Da haben wir. Ich hätte die Kunde 3 unten gekriegt. In Baden? Aber in den Tag. Und bin bei Nacht und Nebel eigentlich davon, weil ich dürfen hätte. Und im letzten stellt es aus, dass das ganz gut gewesen ist. Weil jetzt ist meine Schwester sagt jetzt auch, danke, dass du das unterhalten hast. Weil du weißt, wie du hergekommen bist wieder? 18. Mit 18 bist du geflüchtet. Und jetzt gehört das alles dir da, oder wie? Naja, für mich ist das überhaupt kein Thema, sagen wir, ob ich jetzt da die Besitzerin bin, überhaupt nicht. Und das geht's dir nicht, oder? Nein, das will ich nicht. Wir haben auch sofort übergeben, unseren Kindern, mein Mann das Gleiche, weil wir sind ja sowieso nur, meine Schwester sagt gar nicht, Durchläufer. Ja, weil wir sind glücklich, dass wir da leben können und schauen, dass es erhalten bleibt. Sie tut das unten genauso wie herum und bin froh, wenn es weitergeht gut. Das ist aber eine gute Einstellung, Durchläufer. Stimmt ja, nicht? Ja. Weil es gehört uns ja nichts. Das ist cool. So, da, ein Kas in der Hand, geht's jetzt weiter durchs Land. Ich glaube, die kommen wegen zum Skifahren, aber sowas sieht man nicht jeden Tag. Ja, was? Ja. Du darfst da wegen Iglu bauen. Eigentlich ist gut so. Genau, stimmt, wir haben hinten. Dankeschön. Grüß Gott. Ja, der Hof freut sich. Andi, servus. Michi, servus. Hallo, grüß dich. Was machst du da? Wir tun da Iglu bauen, ja, seit einigen Jahren schon in Kitzsteinhorn. Okay. Und das sind eigentlich ja, die weltgrößten Iglus in der Form, wie wir haben da. 7 Meter hoch, 10 Meter im Durchmesser. Ja, genau. Und 3 Meter Wandstärke. Aber ich weiß noch nicht, wann man mal ein Iglu braucht für Feiern im Garten. Kannst du uns anrufen? Kann man nicht anrufen. Gibt es einen kleineren Form auch, genau. Ja. Wir haben über das kleine, Über das Zelt drüber. Über das Zelt drüber, ja. Du kannst aber gerne mal reinschauen. Gerne mal reinschauen. Ja, sowieso. Wie kommt man zu sowas? Ja, das, im Prinzip Learning by Doing sehr viel und ja, ich bin eigentlich im Schnee aufgewachsen. Also bist du von da? Bist du ein Pinzgauer? Ich bin ein Salzburger, ein Stadinger. Ah, okay. Aber ich bin seit 15 Jahren in der Region mit verschiedenen Projekten und eigentlich alles im Schnee. Alles mit Schnee? Alles mit Schnee, alles im Schnee. Was so tust du dann im Sommer? Ein bisschen relaxen. Das ist auch cool, oder? Aber heute haben sie den im Stich gelassen, die Kollegen. Ja, die sind alle drinnen, brav im Arbeit. Ah, die werken schon? Die werken schon drinnen. Wenn der kalt wird, musst du dich schneller bewegen. Ja. Ja, geil.
Grüß euch, servus. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist der erste. Gleich. Der Tänzer. Er übt schon. Ja, nicht schlecht. Das heißt, die hat jetzt wie viel? 7 Meter? Ja, 7 Meter hin, ja. Wahnsinn, ja, das ist doch felsenweit. Im Prinzip wird er innen abgeschliffen. Ja. Die Einheiten werden ein bisschen aufgeführt alle. Ja. Das ist je nach Schneeproduktion, was die Temperatur macht, ist der Schnee draußen natürlich unterschiedlich von der Qualität her. Da wird er manchmal schön glatt. Ja. Manchmal hat er ein paar Brocken dabei. So wie da, das muss man dann auffüllen alles und schaut im Ende dann aus wie ein Babybubo. Also aalglatt. Aalglatt, genau. Es werden Fernseher in den Schnee eingearbeitet. Es werden Projektionen von einem Eiselement von unten nach oben auf die Decke gemacht. Wahnsinn. Musik ist überall drinnen und natürlich so kein Kabel und gar nichts sieht man. Ja, cool. Was und da, das Aufblasen. Das ist im Prinzip die Big Mama, die so einen sehr guten Dienst leistet, seit 6 Jahren schon. Ja. Wird dann da aufgeblasen. Das schaut cool aus, wie zwei Augen. Genau, wie zwei Augen und da ein dicker Rüssel dran. Halleluja. Die dicke Mama. Also, um die Hülle wird das umgebaut? Genau, ne? Die Hülle wird umgebaut, dann wird die Verschalung weggenommen, die Luft wird ausgelassen. Ja. Unten sitzt eine große Spinne drauf, aus Metall, die das ganze Gewicht hebt natürlich. Okay. Das wird dann wieder verblasen und das nächste Igel kommt dann da raus. Ja, cool. Aber hättest du das jemals gedacht als Kind oder was, dass du mal Igel warst? Eigentlich nicht, ne? Ja. Geträumt. Was hast du geglaubt, was du mal wirst oder was war dein Werdegang vor den Iglus? Ja, das ist ziemlich schwer zu sagen, weil ich eigentlich nicht mehr nicht weiß, was ich will. Und die erfolgreichsten Leute wissen mit 60 noch immer nicht, was sie eigentlich wollen. Ja, aber dann ist spannend, oder? Ja, spannend auf der einen Seite und natürlich auch verändert sich das Ganze. Sollte auch ein Lernprozess bleiben im ganzen Leben. Ja. Wenn man schon so ein Schlagzeug, jedes 7., 8. Jahr sollte man doch wieder was Neues und was anderes machen. Dann habe ich nur ein paar Jahre, Gott sei Dank. Besten Dank. Gern geschehen. Ciao. Boah. Boah. Endlich Skifahren. Halt. Was ist denn da? Servus. Bist du so fleißig? Servus, grüß dich. Michi Reisecker. Darf ich dich ganz kurz aufhören oder kommst du da voll aus dem Rhythmus? Ah, eh nicht. Ihr hört euch. Was ist denn das? Was machst du da? Bei Turnski sind das nicht? Ja, nein, ich mach Schnellschuh. Ja, ich hab schon Turnski auch. Aber mir ist das einfach jetzt kalt und die Schnellschuhe kann leichter stehen bleiben. Das geht da nicht ab, andere Leute, das sind der Gruppen. Nein, das mag ich überhaupt nicht. Ich bin beim Alpenverein, ich bin bei der Bergrettung da. Aber ich gehe dabei noch nicht mit dem Alpenverein. Weil das ist mir einfach. Nein, das ist mir einfach. Ich bin einfach zu schnell, weißt du? Ja. Da, und ich fürchte mich nicht. Also bist du schon eher Bergmensch dann? Bergmensch bin ich schon. Du fährst aber ins Meer auch und sowas? Ja, Meer auch, ja. Also schon weg. Die ganze Welt halt nicht. Die ganze Welt. Der Golfkrieger war das erste Mal schon auf den Malediven. Wahnsinn. Singapur, Thailand, auch wieder Thailand nach Hongkong, Vietnam. Peking, in China war ich auch schon. Da warst du überall schon. Du bist wirklich in der Welt unterwegs. Ja, ich war schon eigentlich schon überall. Ich bin schon durch die Magellanstraßen gefahren. Wahnsinn. Ich habe das Buch auch gelesen von den Entdeckern von Magellan. Und dann bin ich schon den Suezkanal gefahren, den Panama-Kanal gefahren. Ne? Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 67. Und da bist du noch so fit? Der Hut ab. Naja, 67. Du warst auf der Schmitten bist, da sind die Leute 80 Kühe. Boah! Da sind so viele Skifahrer noch. Ja. 80 und 86. Ja, aber es ist halt jung, ne? Die von Breideck, die Mutter, kennst du die? Nein. Die war eine Maschinenrennlerin, die ist 86 oder 90 Jahre schon. Wahnsinn. Die fahren jetzt noch mit den Ski. Da hast du noch 30 Jahre. Da habe ich noch weißen Kind. Ich wünsche dir schöne Weihnachten und ein gutes nächstes Jahr. Gesund bleiben, gell? Dir auch, schöne Zeit. Ja. Besten Dank. Tschüss. Servus. Was kommt dann? Wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel? Gibt's da einen Plan? Was steht an? Und jetzt, wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel? Mal schlecht gewachsen.